Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind einem neuen vorgestellt, und zwar Rising Constellation. Ja, das Spiel ist gerade frisch für mich dazugekommen. Ich würde jetzt hier Creation machen als nächstes, unseren Charakter erstellen. Und das geht um ein 4X-Spiel sozusagen. Und ja, wie hieß das mit Orion? Ich weiß es gar nicht mehr. Und schon lange, lange her, so ein Spiel zu haben. Und wir gucken da mal rein, wie das hier funktioniert auf jeden Fall. Und es ist ein Koop-Spiel, ein Multiplayer-Spiel. Also Singleplayer ist eigentlich gar nicht. Müssen wir mal gucken, ob es da irgendwelche Gegner gibt oder nicht, die ich da nutzen kann. Aber naja, wir werden es ausprobieren, ne? Ich würde sagen, wir schauen nach dem Intro weiter, ne? Bis gleich. Also das, was schon mal richtig cool ist, ist die Musik, die macht richtig Fets, aber naja, das ist es erstmal nicht, sondern wir müssen erstmal hier Create a Character. Welcome to Rising Constellation, ist im Early Access, wie ihr seht, ist klar. Wir haben hier vier Bilder zur Auswahl. Ja, da weiß ich gar nicht, wen ich da nehmen soll. Die sehen alle ein bisschen spooky aus. Ich sag mal, diese Person, die kann man kaum sehen, ist wahrscheinlich eine Frau und zwei Männer. Der sieht hier so nach Pirat aus. Der ist dann keine Ahnung, was für eine Rasse. Ich mach mal den, weil man den nicht, oder die, den man nicht erkennen kann. Age ist 40, lassen wir einfach mal so. Full Name. Ja, können wir weglassen eigentlich, aber vielleicht will das Spiel da was haben, weiß ich nicht. Warte mal, hier ist die Shift-Taste an, okay. Ich schreibe da nochmal Ass-Reiter rein, weil das ist das und fertig. Maxim, keine Ahnung, Age 40, about me, nothing. Begin the adventure dann, oder? Probieren wir's. Launch a Tutorial. Okay, das ist eine coole Geschichte. Das sollten wir vielleicht mal machen. Discord Invite Link. Da kann man mit dem Discord noch rein. Find out more. Wiki Link. Okay, da gibt es ein Wiki. Legacy Flash Koshaks Academy. Okay. 1 bis 2 Hour Spiel. 30 bis 40 Tage. Und hier ist halt der Launch des Tutorials. The Koshaks Academy is located at the heart of Sync Territories, but whose reputation speeds well beyond this. Naja, okay. Wir klicken da einfach mal drauf und gucken, was passiert. Ne? Die Musik ist laut. Ich habe hier noch keine Einstellung gesehen, wo man das ändern kann, und sonstige Einstellungen auch nicht. I don't know a single Android that deserves its MIDI-Tech godless, denn, naja, keine Ahnung. So, das sind wohl Sektoren, würde ich sagen. Und da sind Planeten drin. Ne? Welcome to the Terra Sector. Your faction has elevated you to the rank of Dynasty and believes in your ability. There is no better economy than the Korax God for you to become one of the leading figures in the galaxy. This. Okay, ihr könnt es auch la. Miramesia, boasts of having liberation. Was soll ich tun? Ach, next. You can move around the map by clicking and dragging. Okay, das habe ich gerade gelernt, aber da bin ich etwas reingeraten, was ich nicht wollte. Und wie komme ich da raus? Ich habe gedragt, aber. Scroll. Okay, ach so, jetzt bin ich rausgescrollt. Und irgendwann geht er so nah rein. Nee, doch nicht. War aus Versehen reingescrollt. Ah, da sieht man dann, wie die Sektoren heißen. Sehr schön. Okay, next. Das ist unser erstes System. Draufklicken. Zum Öffnen. Okay, Buildings. Now construct your first building. Und der erste Gebäude bauen. Della, ach, hier unten blinkt schon was. Habitable Planet. Okay, also uns gehört ein, ja, wahrscheinlich Sonnensystem. Und ja, da gibt es Planeten wohl drin, die man bewohnen kann oder auch nicht bewohnen kann. Asteroiden gibt es auch und Monde gibt es auch. Alles klar. Now construct your building. Click on an empty file and choose the Hive City's building. It will take a few seconds to be constructed. Da dann, ne, oder? Oder doch nicht? Mobilized. Da? Ach so, okay. Und dann soll ich hier wahrscheinlich das Hive Cities bauen. Okay, das ist gebaut. Glaube ich. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, oder? Gibt es hier ein Spiel, Pause im Spiel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
Kann ich nicht sehen, ob hier irgendwo die Zeit läuft. Ah, jetzt ist es wohl fertig. Okay. Dann können wir next machen. Gut, your population is growing. Population will flow into your system as long as your housing available. Most buildings require a certain... Also solange wir Häuser haben, kommen auch Zuwanderer. Manche Gebäude brauchen halt eine bestimmte Anzahl von Population, also Population, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wie wird man Population Points? Ja, Populationspunkte wäre es direkt, aber ja, das sind wahrscheinlich hier die 17, oder was? Ne? Ist die confirmed? Oh, this information in the Population Panel. Also das ist das Populationspanel, also da sieht man, dass es hier Mobilized Total, Hive Cities, Megapolis, Buildings, Stabilität, Housings, also Unterkünfte. Und das ist die Einwohnerzahl wahrscheinlich. Okay. Now construct the Delta Polytech, the Center for Science. Click on an empty tile and select the proper building. Delta Polytech, Mobilized, Limited, also gibt es nur einmal wohl wahrscheinlich oder sowas. Was steht da? Can only build one person. Okay. Technologie plus 4. Technologie 0,6 mal Population. Okay. Und das soll ich jetzt irgendwo bauen. Also hier. Aber. Achso, das ist das hier. Sieht aus wie eine Sprühdose, ne? Dann bauen wir das mal. So, gleich ist das fertig. Und wenn es fertig ist, dann geht's weiter, oder? Ein bisschen trist, ne? Könnte ein bisschen bunter sein, das Spiel, finde ich. So, jetzt haben wir es wohl. Oder? Steht da noch was? Ah, jetzt geht's erst. Well done, you are now producing technology points. Technology points are one of the three main resources in the game. Allow you to buy patents and are needed to build certain ships and recruit certain agents. Okay, haben wir. Hier unten geht's weiter. Ach, da sind die Technology Pointer. Wir gehen gerade hoch mit 200, okay? Gut. Open the Patents Panel and purchase the first available patent to holographic storage systems. Wo ist das denn jetzt? Da. Okay. Das ist wohl nur eins, was es hier gibt. Und nö, das müssen wir dann kaufen. Ah, okay, dann ist ein Baum, der da wächst. Gut. Unlock Citadel. Da gibt es noch einen zweiten Baum, Military. Es blinkt hier unten noch, mach ich mal zu. Jetzt lass mich überlegen. Nee, das muss noch hier sein, dieses Citadel. Aber das ist doch Citadel, ne? Ja, Unlocks Citadel. Ah ne, das wird es dann sein. Nee. Nee, das muss wohl noch woanders geben, dann Citadels. Muss ich das irgendwo bestätigen, dass das gemacht wird? 1 von 39. Wohl nicht wirklich, oder? Und das hier sind die Citadellen. Okay, das bedeutet, wir gehen hier auf Next. Patents unlock new buildings and ships. Each patent will chase and increase the cost of all future patents to choose wisely. Okay. You can now build the Citadel Center for the Arts and Thinkers. Click on an empty tile and select the proper building. Also wieder hier hin und dann die Zitadelle da gebaut. Und wenn die gebaut ist, geht's hier wieder weiter, oder? Okay, dauert noch. Kann man das irgendwo sehen, wie lange das dauert? Nicht wirklich, oder? Ne, ist nirgendwo ein Balken, den ich sehe, der... Doch, hier oben läuft er, oder? Ja, da läuft er. Okay, gleich ist er bei 3 Uhr, dann passt es wieder. Okay, fertig. Weiter, well done. You're now producing Ideologiepunkte, wow. One of the game stream, das ist die dritte Hauptressource im Spiel. Lexus kann man da machen. Und Agents gibt's da. Gut, die sind hier zu sehen, die Punkte.
Ideologie, Technologie und Credits haben wir da. Gut. Next. Open the Lex panel and purchase the first available Lex Age of Exploration. Das gibt's hier. Age of Exploration. Haben wir jetzt auch. Hier gibt es noch Characters und Expansion. Okay. Können wir wahrscheinlich wieder schließen. Und da wolltest du ja nicht nichts machen. Da gibt es starke Bonusse. To your Empire. Boni. Bonusse. Boni. To your Empire, but are sometimes accompanied by penalties. Okay, manchmal gibt es Strafen. Anarchist Parent. Pattern simply purchasing a Lex does nothing to take advance of a Lex bonus. You will need to activate by applying it as a part of policy. A policy is a set of Lexes activated at the same time that define the direction of your empire. Just purchase, click on the Lex and then click the policy validation. Wo ist das dann, bitteschön? Also hier ist das nicht. Ich sehe irgendwo nichts blinken. Ist das hier? Ah ja, da. Und dann Policies sind hier. Soll ich draufklicken? Die dauern wohl irgendwie. 37 Sekunden sind es wohl. Click on the Lex and then click the Policy Validation Button. Okay, das ist dafür. So. Und jetzt kann ich hier einen Agent besorgen. Drei verschiedene Arten gibt's. Aha. Gut, da haben wir nur einen Sentinel. Eco Gavinage. Der hat 19 von 21 Erfahrungspunkte. Ja, ich kann den nur nehmen, weil es nur der da, ne? Dann deployen wir den doch mal. So. Okay, dann weiter. To exit the system view, use your scroll wheel and zoom out. Okay. Der Agent ist nun ausgewählt. Wahrscheinlich, weil das Fenster offen ist, oder was? Jetzt kann ich hier einen Rechtsklick machen, dann geht er dahin oder was? Okay. Ah, da ist ein Schiff oder was und dann fährt er darüber und das ist der. Okay. Well done, it's time to expand your system. Build two more hive cities. Okay, jetzt muss ich hier zwei neue Cities machen, um mein Dingens zu machen. Ja, kann man gleich nochmal drauf drücken, ne? Gut, dann haben wir das. Okay, dann müssen wir warten, bis das fertig ist. Dann geht es erst weiter. Hier sieht man auch, dass der moved. Also wahrscheinlich ist er das Tier, der jetzt wegfliegt, oder? Und hier sehen wir den Bau. Einer ist fertig, der zweite läuft. So. So, zwei Behausungen sind weiter fertig. Passt. Jetzt geht's hier mit Next weiter. Sei vorsichtig. Deine Stabilität ist sehr niedrig. Minus 6. Aha. Also, damit wächst meine Population, aber wir verlieren Stabilität. Die Massen kann man schlecht kontrollieren, ne? Vacant Housing and Positive Stability. Some buildings and Luxus bring stability penalties in addition. Each point of population in your system brings a point of negative stability. Okay. Urbanization Patent brauchen wir jetzt. Das kriegen wir, glaube ich, hier. Und das ist das. Habe ich gekauft. Gut, ne? Jetzt machen wir das wieder zu. Ist da schon was von passiert? Nein. Achso, das müsste ich jetzt wahrscheinlich hier dann machen, ne? Hier gibt es aber keine Flächen mehr, wo ich es einbauen kann. Ach, da oben blinkt schon was. Alles klar. Barren Planet.
Und da steht Central Hub. Dann muss ich den wohl ausbauen, ne? Anders geht's ja nicht. Passiert noch nichts, weil es noch am Bauen ist. Diese kleine Geschichte geht hier rum. Ja, schauen wir mal, ne? Agent Market. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Spiel speicherbar ist, weil es ein Tutorial ist. Meistens ja eher weniger. Und da es noch Early Access ist, noch vielleicht noch weniger. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier machen. Ich schätze mal, ich werde gleich noch hier zwischendurch einen Cut machen, aber die Folgen nacheinander direkt aufnehmen. Das heißt, wenn ihr Kommentare schreibt, wird das so sein, dass ich dann nicht unbedingt darauf antworten werde oder das direkt einbauen kann, wenn ihr da was schreibt. Aber wir sind ja einfach ein Tutorial, das wird dann so laufen, ne? Okay, ich mach mal einfach hier, mach mal einen Cut und ich schaue zu, dass wir dann da weiterkommen, wenn das hier fertig ist, ne? So ein bisschen braucht er ja noch. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vorschau ist es, ne? Aber egal.